Aber ich würde sagen, ich mische schon mal. Und liebe Anja, du darfst auf Stopp, du darfst die Hand heben. Moment, die Karten schlafen noch. Jawohl. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth and fear into love. Also, die Hoffnung, geht das? Moment. Jetzt. Mach ein Foto und schick's dir. Aber jetzt muss ich die Karten erstmal wieder einstecken, sonst fliegen mir die weg. Okay, ich würde euch gerne bitten, dass ihr euch mal auf stumm schaltet. Ich habe hier so ein bisschen eingeschränkte Power am Laptop, weil der so eingepackt ist vor dem Sandschutz. Vielen Dank. Und dann gehe ich mal auf meine Matte. Heute mit einer etwas anderen Perspektive für euch, aber das ist ja das Schöne an den Funkmikrofonen. Das ist wirklich genial. So, ich bitte euch, kommt bitte einmal in einen Meditationssitz eurer Wahl. Entweder der Schneidersitz oder der Fersensitz und gerne leicht erhöht. Setze dich auf jeden Fall so, dass du ganz bequem gut aufrecht sitzen kannst. Wir wollen den Morgen, hallo Heike, schön, dass du da bist. Wir wollen den Morgen heute mit einer kleinen Einstiegsmeditation beginnen. Dazu schließe einmal deine Augen. Und richte deine Wirbelsäule lang nach oben aus. Sitze ganz aufrecht, ganz bequem. Entspanne deine Schultern, deinen Nacken. Die Hände liegen ganz entspannt auf deinen Oberschenkeln. Sehr gerne die Handinnenflächen nach oben gerichtet. Du kannst die Augen geschlossen halten oder deinen Blick ganz seicht, ganz sanft zum Boden richten oder auf einen Punkt deiner Wahl. Als allererstes nehme dir 2, 3 tiefe Atemzüge, um bei dir anzukommen. Sei dir bewusst, dass du jetzt Yoga praktizierst, eine ganz besondere Zeit von dir selbst für dich selbst. Ich möchte heute Morgen an den Gedanken von letzter Woche anknüpfen. Unsere Gedanken, unser Geist hat eine sehr große Kraft. Wir können selbst entscheiden, wie wir unseren Tag begegnen wollen und vor allem, wie wir uns fühlen wollen in gewissen Situationen, in gewissen Alltagsbegegnungen. Für den heutigen Tag lade ich dich ein,
dir festzulegen, den Tag voller Glück und Zufriedenheit zu begegnen. Solltest du heute große Aufgaben vor dir haben, versuche diese mit Glück und Zufriedenheit zu meistern, komme was wolle. Suche die kleinen Anker in deinem Tag. Suche die Momente, die dir Zufriedenheit und Glück schenken. Sie sind da. Wir müssen nur unsere Augen öffnen. Beginne nun, deinen Atem zu vertiefen. Atme bewusst ein und aus. Versuche dich dabei einmal voll zu füllen. Versuche den Atem zusätzlich nicht nur in die Brust, sondern auch in deinen Bauch zu schicken. Strenge dich dabei nicht an. Tief ein und aus. Fülle dich mit Glück und Zufriedenheit mit dem Einatmen. Lasse Zweifel und Unzufriedenheit mit dem Ausatmen los. Noch zwei tiefe Atemzüge so. Und dann beginne einmal deine Fingerspitzen zu bewegen. Kreise deine Handgelenke und nimm die Arme über die Seite einmal nach oben. Streck dich aus, öffne sanft deine Augen, wenn du möchtest. Und zieh dich hier oben einmal so richtig schön in die Länge. Jawohl. Wenn du gähnen musst, gähne. Sehr gut. Nimm die Arme wieder herunter und locker dich einmal. Wunderbar. Wir gehen als nächstes in eine sanfte Drehbewegung für den Oberkörper, dynamisch im Fluss mit unserem Atem. Und dazu nehmen wir noch einmal die Arme nach oben, hol dir Länge im Rücken, atme ein. Und mit der Ausatmung gehen einen sanften Twist nach rechts. Einatmen, wieder zur Mitte kommen. Aus, Twist nach links. Zur Mitte ein. Rechts aus. Mitte ein. Links aus. Mitte ein. Rechts aus. Mitte ein. Links aus. Mitte ein. Rechts aus. Und wir bleiben rechts. Die rechte Hand stützt hinter dir, holt dir Länge. Die linke Hand greift zu deinem rechten Oberschenkel, gibt dir einen kleinen Hebel. Wir bleiben hier noch für drei tiefe Atemzüge. Achtung, mit der nächsten Einatmung kommt zurück zur Mitte, Länge finden, aus nach links. Wir bleiben auf der linken. Die linke Hand stützt hinter dir, holt dir Länge in der Wirbelsäule. Rechte Hand greift den linken Oberschenkel. Kleiner Hebel hier. Zwei. Eins. Einatmen, wieder zur Mitte zurück, Länge finden und Achtung,
Jetzt drehen wir uns ein bisschen weiter zur rechten Seite und bringen beide Hände zum Boden. Deine linke Pobacke hebt dabei vom Boden ab. Du kannst die Arme ein bisschen beugen, spürst die Dehnung und die Drehung im Rücken. Jawohl. Mit der Einatmung komm zurück in den Sitz. Du kannst die Arme unten lassen oder hochnehmen, wenn es dir besser gefällt. Und mit der Ausatmung gehen wir zur linken Seite. Stell dir vor, du willst die Stirn Richtung Boden bringen. Musst du aber natürlich nicht. Rechte Pobacke ist jetzt in der Luft. Sehr gut. Ein zur Mitte, aus nach rechts. Zur Mitte ein, links aus. Mitte ein, rechts aus. Mitte ein, links aus. Mitte ein, rechts aus. Wir bleiben auf der rechten Seite. Finde Kontrolle in dieser Haltung. 3, 2, 1. Achtung, einatmen zur Mitte. Links aus. Atmen. Noch 3, 2, 1. Ein zur Mitte. Nochmal kurz nach rechts. Sanfter Twist und wieder zur Mitte. Jawohl. Sehr gut. Wir tauschen jetzt unsere Beinposition, nehmen das ungewohnte Bein nach vorne. Greife an deinen Knien. Zieh dich nochmal in die Länge, aufrechte Wirbelsäule. Und dann schieb dein Brustbein nach vorne. Komm in die Vorwärtsbeuge. Mit der nächsten Ausatmung lass dich nach hinten einsinken, Katzenbuckel, Blick zum Bauchnabel. Einatmen, nach vorne, Blick gehoben. Aus, nach hinten einsinken, Katzenbuckel, Blick zum Bauchnabel. Nach vorne ein, hinten aus. Nach vorne ein, hinten aus. 3, 2, 1. Komm jetzt noch einmal nach vorne, bleib vorne und nimm die Hände zum Boden, zieh die Arme lang nach vorne heraus, laufe so weit, wie du kannst. Dein Nacken ist lang, der Blick geht Richtung Boden. Spür die schöne Dehnung im rechten Oberschenkel, im rechten Po, vielleicht auch in der Hüfte. Weiter atmen. Noch 3, 2, 1 und langsam zur Mitte zurückkommen. Sehr gut. Über die Seite, schwing die Beine zur Seite, komme in den Vierfüßler. Knie unter der Hüfte aufstellen, Handgelenke unter der Schulter. Fußrücken liegen am Boden auf. Wir gehen in Katze Kuh. Mit der Einatmung komm in deine sanfte Rückbeuge, Blick gehoben. Ausatmen, runde dich, Katzenbuckel. Jawohl, schieb dich richtig weg vom Boden. Einatmen in die Streckung. Runden aus. Fließ im eigenen Rhythmus. Spür die Nacht in deiner Muskulatur. Du kannst ganz kleine Mini-Bewegungen außerhalb von Katze-Kuh machen, so als würdest du auf die Suche gehen nach kleinen Verspannungen. Noch 3 und neutrale Position. Wunderbar. Wir bleiben im Vierfüßler.
und wir kreisen mit dem rechten Arm. Zieh den rechten Arm einmal nach vorne. Jawohl. Zieh den rechten Arm nun nach oben und dreh den Oberkörper mit auf. Jawohl. Mit der Ausatmung setz den Po nach hinten ab auf die Fersen und die rechte Hand greift hinter dir zum Boden. Jawohl. Einatmen, zurück in die neutrale Vierfüßlerposition. Diese Runde machen wir jetzt dynamisch ungefähr 4-5 Mal. Schön, um den Oberkörper freizukriegen. Also, atme ein, zieh den rechten Arm nach vorne, nach oben, dreh dich auf. Ausatmen, setz dich nach hinten ab, greif nach hinten. Einatmen, du kannst gleich den ganzen Weg zurückkommen, nach vorne, oben, dreh dich auf. Ausatmen, wieder absetzen. Einatmen, nach vorne, oben, aufdrehen. Aus, absetzen, super. Einatmen, nach vorne, oben. Aus, absetzen. Letztes Mal. Ein, nach vorne, oben. Wir bleiben hier. Jawohl, versuch die Hüfte neutral zu lassen. Ja, ja. Schieb dein Becken wieder zurück in die Ausgangsposition. Nicht zu sehr nach rechts ausweichen. Hüfte ist über den Knien. Sehr gut. Ich weiß, es ist ganz schön anstrengend am Morgen. Noch 3, 2, 1 und wir beenden die Runde. Ausatmen, nach hinten absetzen, ein in den Vierfüßler. Sehr gut. Andere Seite. Eine Runde ganz langsam. Linker Arm zieht nach vorne. Dreh dich auf. Linker Arm zieht nach oben. Oberkörper aufgedreht nach links. Sehr gut. Mit der Ausatmung setz dich nach hinten ab. Linke Hand zieht hinter dir zum Boden. Einatmen, wieder zurück, Vierfüßler. Wir fließen dynamischer, ihr könnt auch gleich weitermachen, genau. Einatmen, linker Arm zieht nach vorne oben, dreh dich auf, aus, setz dich nach hinten ab. Ein, nach vorne oben, aus, hinten, unten. Ein, nach vorne oben, hinten, unten, aus. Ein, nach vorne oben. Hinten, unten, aus. Letzte Runde. Ein, nach vorne, oben. Hinten, unten, aus. Halteposition. Ein, nach vorne, oben. Wir bleiben hier. Schieb dein Becken zurück über die Knie. Jawohl, sehr gut. Atmen und lächeln nicht vergessen. Denk an die Worte am Anfang. Zufriedenheit. Auch in anstrengenden Situationen finden. 3, 2, 1, ausatmen, setz dich nach hinten ab, einatmen, neutrale Position, wunderbar, sehr gut. Komm einmal in den Fersensitz. Falls du Probleme im Fersensitz haben solltest, kannst du dich auch leicht auf ein Kissen setzen. Wir wollen jetzt den Oberschenkel und den Hüftbeuger noch ein bisschen dehnen, ein bisschen wach machen. Stütz dich hinter dir einmal auf den Fäusten auf. Roll die Schultern sanft nach hinten unten. Heb dein Brustbein. Wir sind hier in einer ganz leichten Rückbeuge. Sehr gut. Und jetzt ganz langsam beginne dein Becken anzuheben. Komm in die Dehnung des Oberschenkels, in die Dehnung deiner Hüfte. Mit der Ausatmung wieder absenken. Ich weiß gerade nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich stütze mich in der Variante immer gerne auf den Fäusten auf. Das gibt mir gute Stabilität und auch vor allem Abstand zum Boden. Wir heben uns noch zweimal an. Komme langsam nach oben. Denk dran, Brustbein mit anheben, Schultern nach hinten ziehen. Du kannst auch gerne den Kopf etwas nach hinten nehmen, nach oben blicken und wieder absinken. Letztes Mal. Ganz sanft hebe dein Becken nach oben an. Nimm den Blick nach oben. Wir halten 5, 4, 3, 2, 1 und absenken. Wunderbar. Langsam zurücksetzen. Komme erneut in den Vierfüßler.
Wir wollen jetzt die Gegenseite natürlich auch dehnen im herabschauenden Hund. Die Knie sind unter deine Hüfte aufgestellt, Hände gut weit aufgefächert, Füße hinten aufstellen. Und jetzt schieb deine Hüfte nach hinten, nach oben, komm in den herabschauenden Hund und sehr, sehr gerne die Beine leicht gebeugt halten. Und du kannst auch die Füße gerne mattenbreit öffnen. Das macht den Hund sehr angenehm, vor allem am Morgen, wenn die Beinrückseiten noch etwas zäher sind als sonst. Ganz wichtig, zieh den Rücken in die Länge, schieb dein Steißbein weg von den Händen und dann beginne sanft auf der Stelle zu treten. Schieb im Wechsel rechte und linke Ferse in den Boden, bewege sanft deine Hüfte mit von links nach rechts. Jawohl. Sehr gut. 3, 2, 1 und lass deine Knie zum Boden ab. Komm zurück in den Vierfüßler. Gern mal beide Handgelenke ausschütteln, lockern. Wir wollen diese kleine Übung noch ein kleines bisschen verstärken. Unsere letzte Übung für heute. Deine Aufgabe jetzt, Zufriedenheit in der Übung finden. Ganz egal, was dein Ego dir jetzt sagt. Komme zurück in den Vierfüßler. Von hier aus schiebe dich in den herabschauenden Hund. Jawohl, Beine leicht gebeugt. Wir heben das rechte Bein an, Ferse fällt zum Po. Schieb nochmal deinen Rücken so richtig schön in die Länge und jetzt kreisen wir das rechte Bein. Stell dir vor, du ziehst mit dem rechten Knie Kreise in die Luft im Uhrzeigersinn. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und aufstellen, linkes Bein, heb das linke Bein an, Ferse geht zum Po und jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Zeichne mit dem linken Knie Kreise gegen den Uhrzeigersinn. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Letzte Runde und aufstellen. Sehr gut, komm zurück in den Fersensitz. Du darfst gerne auch in den Schneidersitz kommen, falls der für dich bequemer ist. Wir legen die Hände wie eine Schale in den Schoß. Weite deinen Oberkörper, finde Länge im Rücken, schließe deine Augen, atme 2-3 Mal tief durch. Wir nehmen unsere Hände in Anjali Mudra vor dem Herzen zusammen. Schenke dir selbst ein warmes Lächeln und sei dir dankbar dafür, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast für deine Yoga-Praxis. Namaste. Vielen, vielen lieben Dank für eure Teilnahme heute Morgen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Start in den Tag und freue mich auf das nächste Mal. Vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal beim Flow wieder. Falls nicht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.